Ach ja, Red Dead Redemption 2. Lange ist es her seit Release, circa 2 Jahre, und immer noch wird das Spiel rauf und runter gesuchtet, sowohl von Kindern, Erwachsenen, als auch von mittelalten Familienvätern, die sich in der Midlife-Crisis befinden und sich ein aufregenderes Leben wünschen und zudem jeden Abend mit einer Flasche Aldi-Rotwein ihre Sinne betäuben. Jedoch hat der Online-Modus von Red Dead Redemption stark an Spielerzahl einbüßen müssen und hinkt deswegen im Vergleich zu GTA Online stark hinterher. Deshalb wird heute die Frage aller Fragen beantwortet, die Frage, die man sich schon seit der Vernichtung des Römischen Reiches stellt: Wie ist Red Dead Online im Jahr 2020. Deswegen werde ich zuerst auf die Pros, das heißt die positiven Seiten des Spiels, und danach auf die Cons, die negativen Seiten des Spiels, eingehen. Beginnen wir also jetzt mit den Pros. In Red Dead Online gibt es verschiedenste Rollen, darunter den Händler, den Kopfgeldjäger, den Sammler, den Naturkundler und den Schwarzbrenner. Die Rollen kauft ihr euch mit Goldbarren, die ihr euch im Free Roam bei fremde Personenmissionen in PvP-Matches oder auch mit täglichen Herausforderungen verdienen könnt. Jede Rolle kostet etwas zwischen 15 und 25 Goldbarren und liefert euch neuen spielbaren Content, mit dem ihr euch deutlich mehr Geld verdienen könnt und somit schneller Fortschritt im Online-Modus macht. Ziel des Händlers ist es beispielsweise, Tiere im eigenen Camp abzuliefern und somit die Tierfellproduktion von Crips voranzutreiben und die Waren anschließend zu verkaufen. Während ihr am Anfang nur wenig Geld macht, könnt ihr euch mit höheren Händlerleveln bessere Wägen kaufen, mit denen ihr mehr Ware verkaufen könnt und letzten Endes auch mehr Geld verdienen. Alle 25 Waren, die ihr hergestellt habt, müsst ihr eine Versorgungsmission abschließen, um die Produktion voranzutreiben. Hier sieht man beispielsweise mich, wie ich die Mission von Crips annehme, zum Zielgebiet reise, das Tier erlege, bei dem Händler abgebe, den Wagen mitnehme und ihn anschließend im See versenke, weil ich behindert bin. Ich starte die Mission also neu, reite dorthin, versuche eine viel zu schnelle Schildkröte zu treffen, treffe das Tier dann endlich, nehme es mit, liefere es ab, nehme den Wagen, beschließe diesmal nicht in See zu stechen, komme im Lager an und kann endlich in Frieden sterben. Ganz anders ist dabei die Kopfgeldjägerrolle, in der ihr entweder im Free Roam auf Zielejagd machen könnt oder in einer von 10 speziellen legendären Kopfgeldjägermissionen eine härtere Herausforderung annehmt, aber auch dementsprechend mehr Gold bekommt. In dieser Mission ist es beispielsweise das Ziel, Red Band Clemson und seine Crew mitzunehmen und beim Sheriff abzuliefern. Dabei müssen wir uns durch den ganzen Zug kämpfen, die Zielperson entweder fesseln oder töten, den Zug anhalten, die Crew in den Kopfgeldjägerwagen packen und dann zum Sheriff. Natürlich ist es auch möglich, diese Mission mit beispielsweise insgesamt 3 anderen Personen zu spielen, wobei dann der Kopfgeldjägerwagen nicht mehr notwendig wäre. Je öfter ihr die legendären Missionen schafft, desto schwieriger werden sie, doch umso höher werden auch die anschließenden Payouts. Zudem verdient ihr bei Kopfgeldmissionen, egal ob legendär oder im Free Roam, zusätzliches Gold, die ihr für neue Rollen oder vielleicht sogar Kleidung, Pferde, Waffenaccessoires und so weiter ausgeben könnt. Man sollte meinen, dass Red Dead Online durch seinen Kollegen GTA 5 sehr viele Griefer anziehen würde, die nichts anderes zu tun haben, als anderen Spielern auf die Eier zu gehen und sich anschließend darauf einen runterzuholen. Aber tatsächlich ist die Online-Welt von Red Dead im Gegensatz zu GTA sehr friedlich gesinnt. Die meisten Spieler winken einem zu, laufen einfach nur an dir vorbei, ohne dir was Böses zu tun oder ficken dein Leben komplett. Dennoch ist die Community zum Großteil sehr hilfsbereit und offen. Die Personen, die dann griefen, sind meistens Low-Levels, die neu in dem Spiel sind und die Mentalität des Spiels noch nicht ganz begriffen haben. So kommt es vor, dass so mancher Low-Level sich alleine an einen erfahrenen Dreiertrupp macht, um dann letzten Endes aus der Lobby gemobbt zu werden. Doch dazu kommt es tatsächlich selten. Die Spieler schließen sich zusammen, trinken zusammen Schwarzgebrannten in der Bar des Schwarzbrenners und geben sich gegenseitig männliche Backpfeifen, bis das Gegenüber aufgibt. Klingt wie mein Wochenende. Aber hin und wieder kann es beispielsweise auch dazu kommen, dass fremde Spieler einem einfach ein legendäres Tier überlassen, da sie es selber nicht nötig haben, das Tier zu häuten. Hier seht ihr, wie dieser Spieler das Tier erlegt hat, es aber nicht häutet und mir überlässt. Da ich aber selber genug Cash in der Tasche habe, habe ich beschlossen, ihm das Tier zu überlassen und mich in einer sehr höflichen asiatischen Verwirkung dafür zu bedanken. Arigato. Etwas, was Rockstar immer sehr gut hinbekommt, ist das Worldbuilding. Von den Sümpfen in Lemoyne bis zu den Wäldern in Tall Trees ist alles vertreten. Graslandschaften, Waldlandschaften, Sümpfe, Wüsten, Steppen und sogar Schneegebiete sind alle vorhanden. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele: Das hat aber nichts mit Online zu tun, ne? Nicht ganz. Ich finde, es sollte wirklich erwähnt werden, dass Red Dead Online mit nur sehr wenigen grafischen Downgrades klarkommt und das Spiel echt verdammt sexy aussehen kann. Besonders die Beleuchtung, die Charaktermodelle sowie die Geräuschekulisse sind echt überzeugend für einen Online-Modus. Noch dazu kommt natürlich, dass das Spiel auf der PS4 komplett frei von Lags ist und auf 4K laufen kann, was ich übrigens jedem empfehlen würde. Mal sieht man eine Herde, mal geht man nachts auf die Jagd, um ein Opossum zu erschießen und wird dann plötzlich von einem fucking Bären zerfleischt, der auf dem Mist... Zu der Geräuschekulisse wollte ich beispielsweise einfach nur diesen Clip hier zeigen, in dem die Wölfe in Tall Trees zusammen jaulen. Etwas, was ich nach meiner circa einjährigen Spielerfahrung in Red Dead Online so noch nie gesehen hatte.
So viel zu den Pro-Argumenten, nun zu den weniger schönen Argumenten, den Kontra-Argumenten, die ich leider sehr schlecht in Videoform hinterlegen kann. Deswegen genieß aber das hier. Der wahrscheinlich größte Kritikpunkt an Red Dead Online sind die Bugs. Und versteht mich nicht falsch, Rockstar hat echt viel getan, um die Bugs so gut es geht zu beheben. Aber der Fakt, dass das Spiel für circa 7 Monate praktisch unspielbar war durch gamebrechende Bugs, wie beispielsweise, dass das Lager nicht auf der Karte spawnt und die Händlerrolle damit komplett nichtig war, man nicht mit dem Kopfgeldjägerbrett interagieren konnte, der Schwarzbrenner beim Rausgehen, Reingehen und sogar Verkaufen verbuggt war, dass wichtige NPCs nicht aufgetaucht sind, wenn man es doch tatsächlich endlich mal bugfrei in den Schwarzbrenner reingeschafft hat, dass Händlerversorgungsmissionen nicht gestartet sind und man immer wieder gezwungen war, die Anwendung zu schließen und das Spiel neu zu starten. Zudem sind auch die fremde Personenmissionen derart verbuggt gewesen, dass neue Spieler so gut wie keine Möglichkeit hatten, schnell an Geld zu kommen. Und das waren bei weitem nicht alle Bugs. Die Bugs wurden dann mit dem massiven Naturkundler-Update behoben, bis eine Woche später das Spiel plötzlich komplett broken war und es teilweise angefangen hat, in Lemoyne Alligatoren zu regnen. Ja, wirklich. Die meisten dieser Bugs sind Gott sei Dank behoben worden, aber hin und wieder tauchen sie immer noch auf. Ich würde mir wünschen, dass das Spiel irgendwann komplett bugfrei wäre und ich nicht ständig um einen Neustart fürchten müsste. Die Lage scheint sich zu bessern und ich hoffe, dass es so weitergehen wird, damit das Spielerlebnis sich sogar noch weiter bessert. Aber nun zum nächsten Kontrapunkt. Ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass Red Dead Online endlich neuen spannenden Content braucht. Ich meine, klar, die Rollen machen echt Laune und selbst ich mit meinen 187 Leveln spiele das Spiel immer noch. Aber nicht etwa, weil die momentanen Rollen so extrem viel Laune machen, nach der 10 Billionsten Moonshine-Lieferung, sondern weil ich mich auf neuen Content vorbereiten möchte. Es wird ja gemunkelt, dass die Lawman und eventuell sogar die Outlaw-Rolle kommen werden und in den tiefsten Ecken Rock Bottoms wird sogar gesagt, dass vielleicht, ich unterstreiche, vielleicht heißt's kommen werden, ich habe den Laptop gespuckt, oh mein Gott. Oder wenigstens eine abgespeckte Version davon. Ich finde es einfach schade, dass ein Spiel wie Red Dead mit so viel Potenzial so links liegen gelassen wird, aber ich möchte da wirklich niemanden zu stark beeinflussen, weil ich seit dem Naturkundler-Update echt sehr positiv gestimmt bin und ich sicher bin, dass wir kurz vor etwas Neuem Großen stehen, was eventuell viele Spieler zurückholen könnte. Nun aber zum letzten, finalen Punkt. Ein gewaltiges Problem, was Rockstar hat, ist der mangelnde Support und damit einhergehend die absolut magere Kommunikation zwischen Firma und Spieler. Man hat so gut wie nie eine Ahnung, was firmaintern passiert auf das Spiel bezogen, noch kriegt man irgendeine passende Auskunft, aber wenigstens eine computergenerierte Antwort. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, aber was hat das jetzt direkt mit Red Dead zu tun? Nun, das Spiel war wie gesagt sehr lange Zeit unspielbar. Der gegebene Content konnte sehr oft gar nicht gespielt werden, viele Beschwerden sind eingegangen und nichts wurde über 7 Monate verändert. Ich meine, es kam sogar so weit, dass Red Dead-Spieler protestiert haben und sich als Clowns verkleideten, um damit das Zeichen zu setzen, dass sich die Red Dead-Spieler wie Clowns vorkommen. Danach kam das Naturalist-Update, was jetzt nicht überragend war. Ich meine, der Schwarzbrenner bietet dir ein eigenes Gebäude, sehr viel einfaches Geld, eine Extra-Story, eine Band, eine Bar für denselben Preis der Naturalist-Rolle. Hingegen wurden sehr viele Bugs gefixt und das Spiel wieder spielbar gemacht, was ja quasi das Wichtigste war und worauf auch alle gewartet haben. Es gab übrigens keine direkte Entschädigung für diese 7 Monate. Kein gratis Gold oder irgendwie sowas, aber wenigstens eine neue Rolle, also passt das schon irgendwie. Vor kurzem hat Rockstar aber global sehr viele Interviews gegeben und damit meinen Glauben an die Menschheit wiederhergestellt, indem sie indirekt gesagt haben, dass neuer Content kommen werde. Ob das nun die Lawman-Rolle ist, die jeder wollte, ist natürlich die große Frage, aber ich würde mich dann einfach überraschen lassen. Kommen wir nun zum Fazit. Die Lage in Red Dead ist momentan wirklich schwer einzuschätzen. Rockstar hat in einem Interview bereits gesagt, dass die Spielerzahl in Red Dead deutlich gestiegen ist seit dem Naturalist Update. Ich frage mich aber, was passieren wird, wenn Rockstar nun eine Rolle release, die so gut wie niemand wollte, die einfach grundsätzlich schlecht ankommt, weil sie langweilig, eintönig oder was auch immer ist. In Red Dead geht es um Outlaws und ich finde, wenn Rockstar wieder deutlich mehr Spieler anlocken möchte, sollten sie anfangen, sich auch auf diese Richtung zu spezialisieren und somit die Stärken des Spiels, nämlich die epischen Wild-West-Feuergefechte, weiter auszubauen. Wir haben einen Händler, der ja quasi eine Jägerrolle ist, ein Sammler, eine Kopfgeldrolle, ein Schwarzbrenner und natürlich den Naturkundler. Und der Naturkundler war ein weniger actionreiches Update, was deswegen auch vor allem durch die lange Pause eine Enttäuschung für viele war. Ich persönlich fände auch eine Diebesrolle als Erweiterung zum Sammler sehr interessant. Selbst eine Farmerrolle mit eigenem Grundstück und Vieh fände ich wirklich nicht schlecht. Aber wenn halbherzige Updates kommen, ich meine, vergleicht mal die Moonshiner-Rolle mit der Naturkundler-Rolle. Da liegen echt Welten zwischen. So viel zu meiner Meinung. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt das doch gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dahin, ciao zusammen.